So, hallo und willkommen zurück bei Subnautica. Ja, wir kommen jetzt gerade eben aus dem Wärmekraftwerk und sind jetzt eigentlich schon wieder unterwegs zum Gefängnis. Und das werden wir jetzt gleich mal tun. Ich habe jetzt ein Ionenkristall und das blaue Artefakt dabei. Ich hoffe, das reicht. Das blaue Artefakt brauchten wir für den Eingang. Oh, da sollte ich noch ein lilanes mitnehmen. Ich meine, das haben wir jetzt schon oft genug gebraucht für Türen öffnen. Ich nehme einfach mal eins mit. Das heißt, wir nehmen keins mit, denn ich habe keine Ionenkristalle dabei. Okay, komm, dann machen wir los. Ne, Moment, Moment, Moment. Wir müssen hier ein bisschen Nahrung und Wasser mitnehmen, weil ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. So, Nahrung habe ich so, Nährstoffblock. Und hier, ja, die Melonen, die verderben recht schnell. Na, stopfen wir mal noch eine in uns rein und dann geben wir mal richtig Gas. So, und zwar war ich ja schon mal mit der Cyclops unten. Und ja, Krebsanzug muss ich jetzt nicht unbedingt. Habe ich mir gedacht, wir nehmen hier unseren Seekleider und dann düsen wir einfach mal los. Und ich würde sagen, das geht schon gut. Auf zum Gefängnis. Jetzt wird es mir doch ein bisschen heiß. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall Feind voraus. Was macht man da? Wie weicht man den denn aus? Oha. Okay. Ich drehe mich mal nicht um. Das hat man geschafft. Würde ich mal sagen, da begeben wir uns hier mal rein und dann schauen wir, was uns hier drin erwarten wird. Scheiße, Mann, ey. Jetzt ist mir fast das Herz in der Hose gerutscht. Man ahnt ja schon, dass irgendwas passiert, aber doch nicht gleich solche Sounds. So, also, das scheint wieder so ein, genau so ein Ionenkristall zu sein, den man mit der dem Krebsanzug aufbohren müssen. Und hier nehmen wir mal einen Scanner raus. So, rotierendes Teil als symbolischen Zweck zurückgelassen. Was haben wir hier? Kommunikationsgerät. Das sieht aus wie eine Waffe. Genau, steht es ja auch schon.
Wir schauen uns das gleich nochmal an, wen es wirklich interessiert. Da kann sie das gerne mal alles in Ruhe durchlesen. Auf jeden Fall alles gefährliche Sachen. Ach, hier ein Schwert. Mensch, das haben wir gar nicht gesehen. Okay, also da geht's weiter. Davon brauchen wir wieder einen Schlüssel. Haben wir natürlich wieder nicht mit. Ah, das ist ärgerlich. Oh. Dieses Licht. Ein fremdes Relikt. So, was ist das? Ja, weiß keiner so wirklich. Okay, eine biologische Waffe. Fremdes Relikt. Müssen wir bloß ein bisschen aufpassen, hier rennen irgendwo noch diese Krabbler rum. Das wird uns auch nicht angezeigt, was das ist. Ja, okay. Gut, da haben wir alles rechts und links. Haben wir jetzt noch Gänge. Von unten sind wir gekommen. Aber jetzt Vorsicht, nicht erschrecken. Ja. Natürlich tut jetzt hier nichts losgehen. Meeresherrscher, Projektdaten. So, dann schauen wir uns nochmal an. 16 fremde Daten haben eingescannt. So, das war das jetzt von gerade eben. Meeresherrscher, Projektdaten. Dieses blaue Artefakt. Und jetzt kommen diese ganzen Relikte. Auf jeden Fall haben die Entwickler hier mächtig viel Arbeit und Kreativität investiert. Ich meine, jedes Teil hat seine eigene Beschreibung. Das muss einem auch erstmal so einfallen oder das muss sich ja wer ausdenken. Ist schon Wahnsinn. So. Gucken wir doch mal gleich hier oben lang. Ah, okay. Okay, Mensch, das ist mir alles ein bisschen unheimlich. Fötus. Leviathan, ach so. Ach stimmt, Leviathan, das sind die. Ich hatte das jetzt im ersten Moment mit dem Reaper verwechselt, den wir zum Beispiel auch bei der Aurora schon getroffen haben. Ja, was haben wir denn hier? Irgendwas haben wir da. Da ging auch schon mal kurzzeitig der Scanner an.
Eierschale. Okay, das ist vielleicht der Fötus, den die da rausgeholt haben. Also, aus der Eierschale. Eigentlich bin ich total unvorbereitet. Ich habe nicht mal ein Stasi-Gewehr mit. Keine Schubkanone. Boah, da haben wir drei Gänge da. Wahnsinn. Da drüben auch noch. Jetzt schaue ich aber mal eben kurz, was wir hier für ein blaues. Ein blaues. Gut, dass wir kein Lilanes gebaut haben. Dann können wir nämlich gleich den Ionenkristall nutzen, den ich habe. Nenne ich wirklich mal eine große Anlage. Oh hier, sehr schön. Den geht. Und haben wir was? Ach, ich habe einen Ionenkristall. Wollen wir wissen, wo es hingeht? Na klar, wollen wir das wissen. 240 Meter Tiefe. Vielleicht geht es sogar in den Pilzwald. Nee. Wo sind wir hier? Ach. Hier sind wir auf der Insel. Okay. Wo ist denn hier unsere Basis? Moment, 200 Meter neben unserer Basis sind wir hier. Sind wir jetzt wirklich in den Pilzwald rausgekommen? Hier habe ich doch mal in so einer Erdspalte so ein Gate entdeckt. Da gehe ich kaputt. Hier, da können wir mal eben fix nach Hause fahren. Wahnsinn. Ey, da kann ich mir gleich mein blaues Artefakt bauen. Kann man eine Basis besser bauen? 200 Meter neben geht. So, na, dann würde ich doch mal sagen, da stöbern wir hier rum. Irgendwo hatte ich nämlich noch Artefakte. Jetzt frage ich mich bloß wo. Auf jeden Fall habe ich hier noch einige Ionenkristalle. Bevor ich jetzt hier lange suche, ein blaues habe ich sowieso nicht. Das werde ich mir gleich mal bauen. Brauchen wir Ionenkristall? Moment, ich nehme mal zwei hier mit, vielleicht finden wir ja noch ein Gate. Dann brauchen wir Diamant. Was können wir denn hier Neues bauen? Ionenenergiezelle, Ionenbatterie und ein blaues Artefakt. Genau, und das wollen wir jetzt bauen. Schön. Ach, das gefällt mir wirklich. Da würde ich sagen, da tun wir eben das Spiel speichern. Gehen wir gleich zurück, wenn wir Glück haben.
ist auf der anderen Seite noch ein Gate. Muss ich mal überlegen, ich habe noch eins irgendwo hier in der Nähe gefunden. Ach nee, das habe ich ja nicht in der Nähe gefunden. Da war ich ja auf der Suche. Das haben wir da gefunden, wo diese... wo diese runden, schwebenden Bälle im Wasser sind. Da haben wir in so einem Berg noch eins gefunden gehabt. Das ist natürlich der Hammer. Okay, das war jetzt ein Eingang. Jetzt gucken wir mal. Das hier. Alles klar. Also das sagt mir was. Kenne ich zwar nicht, aber das sagt mir was. Dieses Röhrensystem. Fremde Pumpe. Ich habe die noch nicht selber gesehen, aber ich habe davon schon gehört. Das sind diese Pumpleitungen, die man auch oben an der Meeresoberfläche findet. Also nicht Meeresoberfläche, doch am Grund findet. Und die führen dann irgendwo hier hin. Klubschuh verlassen die Einrichtung durch das Leitungsnetzwerk. Scheiße, was ist denn das? Ein Mega-Aquarium. Na gut, die brauchen ja auch das Wasser für irgendwas. Ach, hier hinter uns hat man auch noch eins. Das ist eindeutig zu viel für eine Folge. Hier tun wir jetzt so viel entdecken, das haben wir, ich glaube, die letzten Folgen nicht entdeckt, obwohl wir haben ziemlich viel gefunden. Geht. Ja, einen haben wir noch. Auf 303 Meter. Na, mal sehen. Dass das ist, was ich meine. Nee, hier sind wir auf der Insel. Nee, denkst du, hier? Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Mit diesen runden Bällen, was wir an dem Felsen gefunden haben. Warum leuchtet das alles jetzt so grün hier? Okay, also das müssen wir uns mal ein bisschen notieren oder merken, wie das ganze Netzwerk funktioniert. Dann können wir auch ganz schnell mal hin und her teleportieren, müssen wir bloß die richtigen Routen uns merken. Ja, ich würde sagen, also... wir haben jetzt heute wirklich schon viel entdeckt. Viel Neues gesehen.
Und da würde ich nämlich mal sagen, wir werden jetzt die Folge hier beenden. Und die nächste Folge geht es natürlich sofort weiter hier. Werden wir das Gefängnis weiter erforschen. Wir haben noch die komplette andere Seite zu erkunden. Dann haben wir noch diesen Weg nach unten zu erkunden. Also durch diese Mauer, ja, da freue ich mich echt schon drauf. Jetzt wird es richtig spannend. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.